So, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in Anführungsstrichen Let's Play hiervon mache, aber das ist was, was ich auf Kamera haben will. Moment. Geh auf. Hi. Also, ich spiele in VR, das heißt, ich habe Hände, ich kann. Ja, das lassen wir mal lieber. Das heißt, ich kann alles manuell bedienen. Das ist quasi ein fast vollwertiger Kampfjet. Es fehlen ein paar Kleinigkeiten, aber. Ah, die Grundversion ist gleich. Was habe ich vor? Da hinten? Das hat überhaupt nicht geholfen. Da hinten ist ein Tunnel. Den Tunnel will ich von der anderen Seite aus reinfliegen, hier hochziehen, Powerloop über den Berg und wieder durch den Tunnel. Das Video ist zu Ende in dem Moment, wo ich scheitere. Okay. Also, wie starten wir einen Jet? Wir machen die Wings down, Brake Lock on, das ist alles okay. Hauptbatterie ist an. APU ist das, was die. Ein bisschen laut. So, APU bringt die Motoren, also nicht die Motoren, aber die Auxiliary Power Unit auf Drehzahl. Dann starten wir Motor 1. Dann starten wir Motor 2. Motoren laufen, APU kann ausgeschaltet werden, brauchen wir auch nicht mehr. Dann brauchen wir hier, hätte ich gern Navigation und hier hätte ich gern die Spectator Cam. Spectator Cam ist für euch. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, jetzt seht ihr mein schönes Flugzeug von außen. Was passiert eigentlich, wenn ich so mache? Ja, das lassen wir. So. Jetzt seid ihr wieder bei mir drin. Wir sind bewaffnet. Wir haben zum einen haben wir eine GAU, also eine Vulcan Cannon, also schweres Maschinengewehr nach vorne. Und je nachdem, wenn der Looping einfach so klappt, zeige ich euch noch, wie GBUs funktionieren. Das sind GPS-basierte Bomben, die selbstlenkend sind. Ziemlich cool. So, Navigation haben wir. Bevor wir irgendwas anfragen hier, ob wir starten. Ich hätte den Motor auch noch nicht anmachen müssen, aber egal. So, minus. Down, 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 down. Das ist der Tunnel, den wir fliegen wollen. Das heißt, ich hätte gern. Das ergibt eine gerade Linie. Da hätte ich gerne einen Punkt. GPS Z. Das war dumm. GPS. Delete, wo ist Delete? Delete Target. Home, nein. Navigation, GPS. Bin zum zweiten Mal drauf reingefallen. Delete Target. Map. Also GPS in 100 Meter Höhe. GPS Set. Jetzt könnten wir auch Autopiloten benutzen, obwohl 100 Meter wahrscheinlich unterhalb der Berge ist. Das ist aber nicht so wichtig. Ich brauche nur zur Navigation. So, Flugplan steht. Kommunikation. Air Traffic Control. Takeoff. Copy. Taxi to runway 20. Runway 2-0. Brake Lock ist engaged. Minimal Schub. Brake Lock off. Ich möchte uns gern Reset auf uns. Bisschen schnell. Okay, das ist der Flightplan. Oh. Besser. Habe ich noch Gang? Bravo, 1-1, Tower, clear for takeoff at runway 20. Abheben ist okay. So. Brake Lock, dann muss ich das nicht manuell machen. Flaps Mode 2. Launch Bar brauchen wir nicht. Hook brauchen wir nicht. Countermeasures können aus.
manuelle Übernahme der Bremse, festhalten. Das ist, apropos Spritverbrauch, das ist unser aktueller Spritverbrauch, das ist unser Gesamtsprit. Wir haben keine externen Tanks drin. Und hier ist, wenn ich Nachbrenner eingeschaltet habe. So, Home, S-Cam, ich zeige euch den Start von außen. Voller Schub, inklusive Nachbrenner. Und Bremse kommen lassen. Meter die Sekunde, 100, langsam rotieren. Abgehoben, Landing Gear hoch, Flaps, Flaps Stufe 2, Dash 1. So, ihr seid wieder an Bord. Ich aktiviere mein Visier. Jetzt kann ich nicht umgucken, wo unser Ziel ist, was eigentlich hier hinter sein müsste, aber es ist nicht da. Was habe ich falsch gemacht? GPS, du bist ein Waypoint. Ich habe wahrscheinlich, ja, ich habe es einfach ausgeschaltet. So, da ist unser Waypoint, da ist der Tunnel. Halte Höhe, halte Richtung. Handsfree! Übrigens, ich kann auch hier ranziehen, dann. Ne, lieber nicht. Okay, wir fliegen ein paar hundert Meter raus. Linkskurve über den Berg, am besten wahrscheinlich da. Runter, rein in den Tunnel. Flaps können raus. Ja. So, Autopilot aus, manuelle Übernahme. Gas ein bisschen zurück. Wir machen kein extremes G-Manöver, wir machen einfach nur einen schönen Kreis. Sofern wir über den Berg kommen, vollen Nachbrenner, volle Möhre durch den Tunnel. Wollt ihr nochmal von außen sehen? Oh, ist mir schlecht. So. Das ist bestimmt illegal, so tief zu fliegen. Da ist der Tunnel, voller Nachbrenner. Das ist der einfache Teil. Steck dir deine Kollisionswarnung sonst wohin. Oh. Wir sind auf dem Kopf. Immer noch auf dem Kopf. Immer noch auf dem Kopf. Nachbrenner Flaps. Kollisionswarnung. Oh, das könnte was.